Der 3D-Drucker macht es schon einmal vor. Fleißig druckt er Plätzchenformen für die Piraten. Wie viele Sitze es bei der Bundestagswahl im September am Ende werden, weiß noch niemand. Aber die Parteimitglieder sind sich sicher. Ich gehe davon aus, dass wir knapp reinkommen werden. Ich denke, wir werden es schaffen. 10% glaube ich nicht. Aber ich glaube, wir werden schon nur 5,2, 5,3 schaffen. Wegen ihres Einsatzes für die Datensicherheit wurden die Piraten in der Vergangenheit oft belächelt. Doch spätestens seit der NSA-Affäre hat die Bevölkerung gemerkt, dass Späh- und Abhörmethoden keine Hirngespinste der Partei sind. Wir werden überwacht und damit sind wir keine Verschwörungstheoretiker, sondern das ist einfach die Wahrheit. Die Menschen wachen auf. Wir haben heute einen Infostand gehabt. Wir haben gesehen, dass die Menschen auf uns zukommen und uns fragen, was ist da genau los? Was können wir tun? Wenn wir mit Bürgern über dieses Thema reden, merken wir eine sehr starke emotionale Reaktion. Also die meisten, mit denen wir darüber reden, sind schon nicht sehr glücklich mit dieser Situation. Doch die Piraten prangern nicht nur an. Bei sogenannten Krypto-Partys, wie hier in Hildesheim, klären sie auf, wie Bürger ihre Daten im Internet am effektivsten verschlüsseln können. Wir wollen nicht, dass alle Leute Angst haben. Wir wollen nicht, dass man seine Meinung vielleicht auch nicht mehr äußern kann, weil man Angst hat, dass die irgendwer mitbekommt. Weil dann leben wir nicht mehr wirklich in einer freien Demokratie und das wollen wir nicht. Medizinische Krankenakten, Liebesbriefe, die man vielleicht mal irgendwann geschrieben hat, die man nicht unbedingt raus jedem sofort erzählen möchte. Sowas muss einfach auch geschützt werden können. Und es zeigt sich, dass wir die einzige Partei sind, die etwas dagegen unternehmen kann und will. Die Krypto-Partys sind allerdings keine Erfindung der Piraten. Das Konzept hat seinen Ursprung in einer Twitter-Konversation aus dem Jahr 2012 zwischen einem australischen Datenschutzanwalt und einem Computersicherheitsexperten, nachdem der Gesetzesvorschlag zur Vorratsdatenspeicherung ins australische Parlament eingebracht worden war. Die Bewegung schwappte schnell nach Europa über. Die Piraten sehen sich als Teil dieser Bewegung, die das Ziel hat, Menschen vor Überwachung zu schützen. Nicht kommerziell und frei für jeden Bürger. Anscheinend brauchen die Veranstaltungen aber noch Zeit, sich in der Bevölkerung zu etablieren. In Hildesheim haben nur Piratenmitglieder die Einladung angenommen.